was alles vor der Wahl des Landrats im Kreis Rümmelsbach passieren kann, wenn jeder gegen jeden arbeitet und dann noch Überraschungsgäste kommen, das zeigt die Theatergruppe Mächtig viel Theater im März. Auch vor der letzten Aufführung überlässt Regisseurin Simone Hümmeke nichts dem Zufall. Sie beschreibt ihre Gefühle so. Ich bin total glücklich und stolz, dass wir jetzt die vierte Aufführung vor der Nase haben. Die ersten drei haben super geklappt. Wir hatten ein tolles Publikum, die uns mit viel Applaus und mit viel Lachen beglückt haben. Und ich denke, das kriegen wir heute Abend auch noch mal hin. Das ist eine tolle Truppe. Wir können wirklich alle gemeinsam stolz sein und wir haben auch wieder jede Menge Geld eingespielt. Jedes Jahr entscheidet das Ensemble, welches Stück als nächstes aufgeführt werden soll. Dann muss entschieden werden, wer welche Rolle bekommt. Ja, also wenn wir ein Stück ausgesucht haben, jetzt bei diesem Stück haben wir uns das durchgelesen und ich habe mir dann überlegt, welche Rolle könnte ich mir vorstellen. Und die Lotte war für mich, fand ich interessant, habe dann unserer Regisseurin Simone geschrieben, ja, die könnte ich mir gut vorstellen, dass ich die spielen könnte. Und letztendlich, ich spiele ja eine Doppelrolle, ich spiele ja auch die Gabi Stern. Das hatte sich so ergeben, dass uns ja jemand ausgefallen war und somit jemand die Rolle übernehmen musste. Und die Lotte im Prinzip die eigentlich einzige Möglichkeit gewesen wäre, die sich praktisch schnell umziehen kann und somit dann auch sich in die Gabi verwandeln kann. Und somit bin ich mehr oder weniger durch Zufall an diese Doppelrolle gekommen. Aber letztendlich war es für mich eine richtig gute Lösung, weil ich somit einfach auch einfach mal mich komplett verwandeln kann und einfach ja zwei ganz, ganz verschiedene Rollen spielen kann, somit einfach noch mal mehr schauspielern kann und einfach mehr auf der Bühne bin. Nach den Proben kommen die Aufführungen und angetrieben von den Reaktionen des Publikums brennen die Akteure ein Feuerwerk der guten Unterhaltung ab. In der Pause gibt es Erfrischungen vom Eine Weltkreis St. Hedwig und am Ende dann den stürmischen Applaus des begeisterten Publikums.